Hallo Leute, was geht? Der Atze1005 hier mit Let's Play Spyro 2. Wir haben das letzte Mal gegen Crush gekämpft und befinden uns jetzt hier im Herbstfeld, in Herbstfeld, der zweiten Heimatwelt. Ich habe eigentlich das letzte Mal gesagt, wir machen hier den Kristallgletscher, aber ich habe mir das Ganze jetzt anders überlegt. Wir gehen jetzt zuerst nochmal zurück in den Sommerwald und machen erst dort nochmal alles ein bisschen so weit, completely, dass das hier alles eine Ordnung hat. So, hier einfach reinschweben und dann geht's ab in den Sommerwald. Yay. Gut. Das erste, das wir machen, wir gehen nochmal nach Glimmer. Denn Spyro kann jetzt klettern und daher können wir jetzt in Glimmer noch was erledigen. So, kommen wir jetzt hier raus. Sind wir ja gleich nochmal drüben. Das ist überhaupt kein Thema. So, hier rein. Ups. Na. Und dann die Treppchen hier nochmal hoch. Und nochmal nach Glimmer. Ja, da war jetzt die Sache in der Höhle und der hintere Bereich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sollte es gewesen sein eigentlich. Sehr gut. Okay, wir brauchen natürlich wieder Seelen für die Powerpunkte. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, es gibt Powerpunkte. Deswegen müssen wir jetzt erst hier mal ein bisschen Gegner durchschnetzeln. Hilft ja alles nichts, weil wir Seelen brauchen. So, da war jetzt eigentlich keiner mehr. Gut. So, jetzt können wir hier hoch. Da ist ein Powerpunkt, für den man 10 Seelen braucht. Da muss ich dann noch mal kurz hier runter gehen. Und noch 2 killen. Und dann ist unser Powerpunkt auch schon aktiv. So, dann können wir noch mal kurz mit dem reden. Kletter die Leiter hoch! Yay! Können wir machen. Da sind erstmal lustige Edelsteine. Und ein Steinschneider. Klasse! Du hast den Superflug-Powerpunkt aktiviert! Jetzt kannst du die Edelsteinlampen in dieser Höhle anzünden. Ist recht einfach. Das ist jetzt ein super Flugpowerpunkt. Das heißt, Spyro kann für die Zeit... ich fliege jetzt erstmal hier so ein bisschen rum und hole die Edelsteine. Das heißt, Spyro kann für die Zeit... praktisch, wo da rechts dieser Balken durchläuft... Dauerfliegen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und man soll diese Edelsteinlampen, die da an der Decke hängen, anzünden. Das macht man einfach, indem man ein bisschen... Ja, genau. Indem man vorbeifliegt. Ne, indem man eigentlich nur mit Feuer drauf geht. Dann aktivieren sich die... Man sollte das relativ zügig hintereinander machen, sonst geht nämlich die ein oder andere wieder aus, wenn man da nicht schnell genug ist. Hat aber gereicht. Geht jetzt auf den Kristall da in der Mitte. Danke, dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Ich dachte schon, dass wir das Baseballspiel absagen müssten. Hier, jemand hat eine Kugel unter die Bälle gemischt. Dunerwitzen. So, dann hätten wir das. Dann schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch die Geschichte... Ja, diese Lampen sind jetzt dann dauerhaft an. Schauen wir uns noch die Geschichte da hinten an. Ja, man kann jetzt auch hier derweil noch durchfliegen. Das brauchen wir aber gar nicht so weit. Wir gehen jetzt, der Powerpunkt endet hier dann sowieso von ganz allein, denn das ist nicht gewollt, dass man hier durchfliegen kann. So, das ist jetzt der hintere Bereich. Da sind auch nochmal ein paar Gegner. Nochmal ein Superflug-Powerpunkt. Und Zeug. Naja, schaut man sich erstmal grob um. Ein paar Edelsteine. Körbe. Ach, das ist hier, ja genau, hier sind wir rausgekommen, hier innen ist Ding und Ding. Da haben wir auch noch ein bisschen was. So, jetzt schaue ich gerade. Ah ja, gut, können wir nochmal hier hoch kurz mit dem Wirbelwind. Und
hier hoch. Das ist, also das Gleiten ist wirklich eine, Schweben ist wirklich eine schöne Geschichte. Da kommt man in ganz schöne Höhen. Und fast jeden Absprung. Nee. Naja. Was weiß ich. Vorsprung meinte ich. Yeah! fast jeden Vorsprung kommt man damit hoch. Geht wie Sau sozusagen. So. Wir sehen hier natürlich auch wieder Edelsteinlampen. Was kann das nur zu bedeuten haben? Man weiß es nicht so genau. Wir fragen ihn. Toll! Der Superflug-Powerpunkt ist aktiv. Und du kannst unsere Edelsteinlampen wieder anzünden. Zünde schnell alle Lampen an und dann geht die große Edelsteinlampe an. Der Powerpunkt gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Na dann, probieren wir's. Let's fetz. Oh. Fängt ja schon mal wieder gut an. So, jetzt. Zack. Zack. Dann hier. Dann eine grüne, dann eine lila und eine violette. Yay. Super. Danke, dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Eine Elfe hat mir diese Kugel gegeben. Doch Edelsteine sind mir lieber. Nimm du sie. Noch vom Jaus. Gut. Dann finden jetzt prinzipiell irgendwo trotzdem noch ein paar Edelsteinchen. Moment, also da oben waren wir. So, da waren wir auch. Da waren wir auch. In der Höhle waren wir noch nicht. Und hier kann man noch durch. So, da ist aber nichts. Das ist nur zum Durchfliegen gedacht. Okay. Schauen wir hier rein. Sehr gut. Komme ich hier auch mal ran? Yay, alle Edelsteine, dann fragen wir ihn noch, was hier los ist. Diese kleinen Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich habe versucht, sie mit Steinen zu treffen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es mit meinen Steinen versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich. Schaut aus wie der Kapo, hä, mit seiner roten Lampe. Also schmeiß her. Also wenn wir das nicht schaffen... Oh, das war ein bisschen zu hoch. Gut, ich dachte, die Steine fliegen eigentlich ein bisschen komischer, aber die fliegen anscheinend relativ genau. Das heißt, so. Guter Schuss! Komm mit zur nächsten Echse! Gut, das ist jetzt so eine kleine Schießübung, die man ja eigentlich am Anfang gleich erledigen soll. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich glaube, es ging sogar hier hoch. Ja. Und das, ja, da üben ist er. Ganz schön weit spucken, Spyro. Mal sehen, ob du es bis zu der Echse schaffst. Mal gucken, wie weit Spyro das schafft. Kein Problem. So, jetzt gibt es dann keine Dialoge mehr. Es geht sofort weiter. Ja. Um die Echse dort oben zu treffen, musst du zielen. Drück die Dreiecktaste und halt sie gedrückt, um zu zielen. Drück dann die Kreistaste, um zu spucken. Mache ich eigentlich die ganze Zeit schon so, nur zur Info. Gut, die bewegt sich jetzt, dadurch soll das ein bisschen schwieriger sein. So. Ah ja. Es geht zurück. Ah, da oben ist eine... Schau mal. Oh Mann, Spyro kommt da gar nicht so weit hoch. Muss ich wohl von da oben machen? Ah ja. Oh, what? War viel zu hoch. Okay. Oder wir gehen einfach mal weiter weg. Vielleicht ist das gut. Ja, könnte auch funktionieren. Yeah. So. Boings, boings, boings. Dauert wieder ewig. Ach ja. Ah.
Der bewegt sich mal wieder. Aha. Haha. Na, das geht so nicht. Ich dachte, ich könnte mich jetzt da irgendwie hochcheaten, aber das geht nicht. Gut. Dann. Das ist jetzt... Moment. Ach ja. Das Ding ist jetzt ganz da oben. Ne, das war vorbei. Ah! Na, da warte ich lieber, bis er noch mit rüberkommt. Mhm. Alter! Yeah! Juhu! Du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet! Nimm diese Kugel! Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren! Danke! Yay! Und damit glimmer eigentlich completely tutti fertig. Schön. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Hier haben wir nichts mehr zu erledigen. Alles schön, alles bunt, alles leuchtet, alles tut und macht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gab es noch eine Situation im Sommerwald? Ach ja, im Sommerwald selbst gab es auch noch was mit Klettern. Genau. Dann erledigen wir das auch noch mit. Dann sollten wir eigentlich den Sommerwald soweit schon komplett haben. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Was dabei rumkommt? Die Kugel war auf jeden Fall... Ach, das war das auf der Mauer, genau. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ins Schloss selbst rein. Das heißt, doch, wieder die blauen Fahnen, wieder alles schön. Wir müssen abtauchen. Und daraus... Und da hoch und dann sind wir auch schon da. So, dann gab es hier irgendwo die gute Elora. Oben auf der Mauer ist etwas Glänzendes. Könntest du hochklettern und es holen? Kann ich probieren. Jo, man kann auch springen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Edelsteine. Lauter einzelne. Und da hüpft eine Kugel, du ne Wetzen. Halt. Yay, alle Kugeln 4 von 4. Und damit auch den Sommerwald geschafft. Sehr gut. Moment. Rechts ging's zu Crush. Genau. Gut, dann können wir uns jetzt wirklich... Hier ist auch nochmal ein Teleporter. Jetzt können wir uns wirklich Herbstfeld voll und ganz widmen, denn im Sommerwald ist alles erledigt. Oder im Moment habe ich in den Welten alles erledigt. Wir gucken noch mal kurz in das Handbuch. Normalerweise kommen wir jetzt auch ja, hinten beim Kerker im... Ach nee, wir kommen trotzdem hier raus. Okay, ich verstehe, gut. Handbuch. So, Sommerwald. Oh nee, der Sonnenstrand hat noch gefehlt. Genau, stimmt ja. Da gab es noch was, da musste man auch klettern können. Genau. Na gut, na gut, na gut. Es soll jetzt eigentlich ein Busch sein. Schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Ist aber eigentlich soweit nicht schlimm. Wir gehen zumindest nochmal in den Sommerwald. Es ist, habe ich doch gewusst, dass da irgendwas gefehlt hat. Macht mich alles kaputt. Ist wurscht. Gehen wir nochmal in den Sommerwald und machen wir beim nächsten Mal den Sonnenstrand. Gar fertig. So, genau. Können wir soweit zumindest schon mal hingehen. Hey, da war ein Leben drin, Dunewetter. Mhm. Nein! Raus aus dem Wasser, Spyro. So. Anpust, Anspuck. Der Sonnenstrand. Gut, wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren. Ansonsten bin ich der AC105 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Spyro 2. Bis dann und ciao, ciao.